Eine Frau kommt aufs Boot, der das Leben auf den Magen geschlagen ist. Ich bin Linda Pieper, ich bin 40 Jahre alt und leide an Gastritis Typ C. Ihre Magenschleimhaut ist dauerhaft entzündet. Dadurch quälen sie starke Bauchschmerzen, Übelkeit, Völlegefühl und Sodbrennen. Langfristig kann eine chronische Magenschleimhautentzündung zu Geschwüren oder sogar zu Magenkrebs führen. Linda Pieper wohnt mit ihrem Mann Jan und ihrer 7 Monate alten Tochter Mila in Hiddenhausen bei Osnabrück. Mila ist die ganze Freude der beiden. Doch als Linda mit ihr schwanger war, fingen die Magenprobleme an. Täglich musste sie ASS nehmen, um einer Schwangerschaftsvergiftung vorzubeugen. Diese säurehaltigen Tabletten haben ihre Magenschleimhautentzündung ausgelöst. Da habe ich wirklich gedacht, ich schaffe die Schwangerschaft nicht, weil die Schmerzen ganz zu Anfang schon so unerträglich waren. Sie hatte gehofft, dass es ihr nach der Geburt von Mila ohne die Tabletten besser gehen würde. Doch es kam anders. Ihr Magen quält sie weiter, vor allem nachts. Da habe ich so ein tolles Baby, was die ganze Nacht schläft und ich liege da wach aufgrund von Schmerzen und bin tagsüber nicht ausgeruht. Nicht wegen des Babys, sondern ja, wegen der Magenschmerzen. Das frustriert natürlich sehr. Ihr Mann Jan würde ihr gerne helfen. Doch er weiß nicht, was er für Linda tun kann. Sie sagt selten, dass sie Schmerzen oder Probleme damit hat. Ich sehe sie eigentlich manchmal an, dass sie irgendwie so das Gesicht verzieht oder dass sie vielleicht manchmal auch nicht sitzen kann. Also man sieht es eher an, aber sie sagt es nicht unbedingt. Sie hatte ja schon irgendwie einiges mitgemacht und ja, ich würde ihr jetzt einfach auch wünschen, irgendwie, dass sie auch mal ohne Beschwerden durchs Leben gehen kann. Ne? Ernährungsdoc Viola Andresen schaut sich die Bilder einer Magenspiegelung mit Linda Pieper an. Frau Pieper, so sieht eine normale Magenschleimhaut aus. Und das ist das Bild Ihrer Magenschleimhaut. Man sieht eine deutliche Entzündung, eine sogenannte Gastritis mit Rötungen, weil die Magensäure den Magen angreift. Damit der Magen sich nicht selbst verdaut, liegt über der Magenwand ein dünner Film aus zähflüssigem Schleim. Er schützt vor der aggressiven Magensäure. Faktoren wie Stress, Infektionen oder Medikamente können diese Schleimschutzschicht angreifen und dafür sorgen, dass zu viel Magensäure entsteht. Die Folge? Eine Entzündung der Magenschleimhaut, Gastritis genannt. Ja, und dann hat man in der Magenspiegelung noch gesehen, dass der Schließmuskel, der die Speiseröhre vom Magen trennt, auch etwas gelockert ist. Das heißt, bei Ihnen läuft auch Magensäure zurück in die Speiseröhre. Ja, ich habe sehr oft Sodbrennen, gerade nachts auch steigt das hoch und ja, hält mich dann vom Schlafen ab, weil das so schmerzt und unangenehm ist. Auf einer Skala soll Linda Pieper angeben, wie sehr sie unter ihren Beschwerden leidet. Eins hieße, ich habe überhaupt gar keine Beschwerden. 10 ist die schlimmsten Beschwerden, die ich mir vorstellen kann. Würde ich auf eine 8 setzen momentan. Also schon ganz schön heftig. Ja, genau. Mitursache für das schmerzhafte Sodbrennen ist Linda Piepers Übergewicht. 32 Kilogramm Körperfett schleppt sie mit sich herum. Dieses Gewicht, müssen Sie sich vorstellen, drückt zusätzlich auf den Magen. Das verstärkt die Schmerzen und sorgt dafür, dass Säure in die Speiseröhre hochfließt. Übergewichtig war Linda Pieper nicht immer. Die Kilos kamen erst in den letzten Jahren, nach einer schweren Krankheit. 2016 bin ich an Brustkrebs erkrankt und musste auch eine Chemotherapie machen. Ich musste viel Cortison nehmen, das hat Heißhunger und Gewichtszunahme bedingt. War auch so ein bisschen Essen so als Trost in der schweren Belastungszeit. Ne? Ja, man ist ja schon traurig. Es wurde gesagt, tu dir was Gutes während der Chemotherapie. Das habe ich dann auch leider gemacht. Und da hat man auch eigentlich ganz andere Gedanken im Grunde in dem Moment. Ne? Genau, und jetzt ja, bin ich gesund vom Brustkrebs, aber habe mein Übergewicht und die Beschwerden. Bei ihr war der Brustkrebs genetisch bedingt. Deshalb ist Lindas Risiko, an weiteren Krebsarten zu erkranken, erhöht. Und ihr Übergewicht steigert das Risiko zusätzlich. Hinzu kommt jetzt in Ihrer Situation, dass Sie ja die Magenschleimhautentzündung haben. Und eine chronische Magenschleimhautentzündung kann auch einen Magenkrebs verursachen.
genau das ist ja das, wovor ich so große Angst habe. Ich habe jetzt eine kleine Tochter und für die möchte ich natürlich leben. Das Ernährungsprotokoll zeigt, bisher befeuert Linda ihre Magenschleimhautentzündung ständig. Da scheinbar alles, was sie isst, Schmerzen und Sodbrennen auslöst, ist Linda unregelmäßig und ohne Freude. Und fast immer nebenher. Das Frühstück, Brötchen mit Nutella, vom Fernseher im Bett. Mittags ein paar Kekse auf der Couch. Und abends wird in der Regel ein Fertiggericht in die Pfanne gehauen. Immerhin, das isst sie normalerweise mit ihrem Mann am Tisch. Können Sie das Essen überhaupt richtig mal genießen? Essen Sie mal mit Freude? Wenn ich so drüber nachdenke, eher weniger. Nee, ich erinnere mich auch gar nicht an den Geschmack so richtig, was ich esse. Nee. Und dann haben Sie ja auch ganz oft Beschwerden nach dem Essen, ne? Mhm. Das wundert mich gar nicht, denn ich habe ja auch gesehen, was Sie essen. Sie essen sehr viele Dinge, die den Magen ärgern. Sie trinken Kaffee, süße Getränke mit Kohlensäure, überhaupt sehr viel Süßes. Und das sind alles Dinge, die den Magen auch sauer machen. Und das passiert, wenn Zucker auf Magensäure trifft. Mein armer Magen. Richtig, ganz schön viel Aufruhr da drin, ne? Und mein Ziel ist, dass Sie durch Essen von Nahrungsmitteln, die Ihrem Magen gut tun, auch Freude wieder am Essen haben. In Zukunft soll Linda auf süße, fette und üppige Speisen verzichten, um ihren Magen zu entlasten und abzunehmen. Nur noch ungesüßte Getränke ohne Kohlensäure trinken und insgesamt weniger Kohlenhydrate essen. Vor allem aber soll sie achtsam essen und regelmäßig. Ja, vielleicht mögen Sie mal kosten. Mhm. Versuchen Sie einfach ganz langsam zu essen, gut zu kauen. Was schmecken Sie raus? Knoblauch, Petersilie, Rosmarin. Richtig. Ganz wichtig ist, dass Sie sich bewusst Zeit fürs Essen nehmen, das genießen und Dinge essen, die für Sie gut sind. Zum Beispiel Rosmarinhühnchen mit Möhrenpüree oder Mangold-Tomatengemüse mit Schafskäse. Mehr magenschonende Rezepte im Internet. Abends soll Linda außerdem komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Und spätestens 3 Stunden vorm Schlafengehen das letzte Mal essen, damit ihr Magen leer ist, bevor sie sich hinlegt. Und auch das Schlafen soll sie achtsam angehen, sich darauf einstimmen, mit einem Kümmelöl-Bauchwickel. Denn Wärme und die ätherischen Düfte des Kümmelöls beruhigen den Geist und auch die entzündete Magenschleimhaut. Weniger und bewusster essen, dazu auf Kohlenhydrate verzichten. Wird der jungen Mutter das gelingen? Die größte Herausforderung sehe ich darin, achtsam zu essen und mir Zeit zu nehmen. Ich hoffe, dass die Kleine mich lässt. Linda Pieper nimmt ihre Aufgaben ernst. Fertiggerichte sind ab sofort tabu. Kochen wird zwar nicht ihre neue Leidenschaft, aber sie tastet sich ran. Essen ist fertig und einen guten Appetit. Ich habe verstärkt viel das Gleiche gekocht, um so eine Sicherheit zu haben, wie lange das dauert, was schmeckt, was geht gut. Und ja, habe versucht dann nach und nach mich zu steigern und auch an kompliziertere Rezepte mich rangewagt. Außerdem kocht sie vor. So gibt's auch an Tagen mit wenig Zeit nur Gesundes. Zum Beispiel Quinoa-Salat mit buntem Gemüse. Der hält sich im Kühlschrank mehrere Tage. Und ist schnell aufgewärmt, wenn die Kleine Lindas ganze Aufmerksamkeit braucht. Schnell was Süßes zwischendurch kommt nicht mehr vor. Und es gibt jetzt alle Mahlzeiten am Tisch. Lindas Konsequenz wird schon nach wenigen Wochen belohnt. Mit weniger Schmerzen. Es gab Weihnachten auch mal etwas, wo man auch außer der Reihe was gegessen hat. Da kamen die Schmerzen tatsächlich sofort zurück. Und da habe ich ja gleich die Quittung bekommen und wusste, die Belohnung liegt wirklich in der Konsequenz, dass die Schmerzen wegbleiben. Was noch nicht so gut klappt, ist Bewegung. Denn die kleine Mila hält Linda einfach zu sehr auf Trab. Die junge Mutter ist froh, wenn sie wenigstens ab und zu ein paar Fitnessübungen zu Hause schafft. Das war wirklich
ja, das Schwierigste, die Bewegung und das Kind, die Betreuung da unter einen Hut zu bringen. Ihr Vorhaben, wieder joggen zu gehen, hat sie abgeschrieben. Aber sie ist kreativ geworden. Um die Zeit zu nutzen, wenn Mila schläft, hat Linda sich eine Laufstrecke fürs Wohnzimmer besorgt. Trotzdem schafft sie es nur selten, wirklich aufs Laufband zu steigen. Aber ihr bleiben auch noch 6 Wochen Zeit. Abschlusscheck für Linda Pieper. Sie hatten ja beim letzten Mal einen recht hohen Leidensdruck angegeben mit Ihren ganzen Magenbeschwerden und Ihrem Sodbrennen. Da waren Sie bei 8. Mögen Sie mir jetzt mal aufzeigen, wie Sie sich heute einschätzen? Ja, bei gar keinem. Kein Leidensdruck mehr? Nein. Das ist ja unglaublich. Ja. Was machen die Magenschmerzen? Die sind verschwunden tatsächlich. Ganz weg? Ja. Nach keinem Essen mehr? Mittlerweile nicht mehr. Am Anfang ein paar Lebensmittel haben noch Beschwerden gemacht, aber mittlerweile ja gar nicht mehr. Das ist ja fantastisch. Und Sodbrennen? Auch verschwunden. Ganz toll. Und auch ihr Gewicht konnte sie deutlich reduzieren. Von 76 auf 62 Kilo. Ganze 14 Kilo weniger, die auf ihren Magen drücken. So ist sie auch das Sodbrennen losgeworden. Sie haben ein Fünftel Ihres Körpergewichts quasi abgenommen. Das ist wirklich unfassbar. Gratulation. Dankeschön. Und zum großen Teil hat sie Fett verloren. Bei ihrem ersten Besuch auf dem Boot hatte Linda Pieper 32 Kilogramm Körperfett. Die heutige BIA-Messung ergibt einen ganz anderen Wert, 24,7. Das sind fast 8 Kilo Fett, das Sie abgenommen haben in dieser kurzen Zeit. Gratulation, das ist wirklich ganz, ganz toll. Danke. Und wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie die besten Voraussetzungen, weitere Krebserkrankungen zu verhindern. Eine gesunde Magenschleimhaut, nahezu Normalgewicht und vor allem keine Schmerzen mehr. Linda Pieper geht voller Zuversicht vom Boot. Ich habe weniger Sorgen, weil ich jetzt weiß, was gut für mich ist und ich werde am Ball bleiben und weiter meine Ziele verfolgen.